Das Monster weiß den Code. Ja, ich kann es ja gleich mal fragen. Ich kann ja gleich mal runtergehen. Und dann kann ich gleich mal, kann ich gleich mal Freddy fragen. Knubbel Freddy. Knubbel Freddy weiß den Code bestimmt. Ja, ich glaube auch. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es auch mit dem Raum hier was zu tun hat. Dass sie hier vielleicht noch gar nicht alles so richtig untersucht hatten. Nee, lass bloß das Licht an. Error, Error. Hey, ein Kartenspiel. Cool. Lass mal weg damit. Aha. Oder was? Der Flying Nudelsieb? Hier war ja nichts, ne? Was, wenn du Freddy nach dem Code fragst, dann frag auch gleich nach dem Weg. Ja. Kann ich ja direkt nach der Wegbeschreibung fragen, den Knubbel Freddy. Was er meint, wo ich lang sollte. Hier geht's also auch nicht weiter, okay. Ich dachte schon mal auf der sicheren Seite. Hm. Vielleicht wird das wieder so eine Highlight-Folge für YouTube, wo ich dann zusammenschneide mit dem einfach mal querfeldein durchlaufen. So, so mit Benny Hill-Musik so unterlegt, kommt dann. Ich weiß gar nicht, warum ich in den Spind reingucke. Ich habe ja gesagt gekriegt, die soll jemand finden, der den Code weiß. Warum gucke ich ihn dann in den Spind? Mein Gott, Flexi, als ob da einer sitzen würde im Spind. Am Klo sitzt auf jeden Fall keiner. So, und in der Dusche ist anscheinend auch keiner. Ihr wurde zum letzten Mal vor 20 Jahren geduscht wahrscheinlich. So sieht es zumindest danach aus. Auf der Rückseite eines Fotos. Wir haben ja so viele Fotos, haben wir ja gefunden gehabt. Das war ja auch hier, glaube ich, ne? Kann das sein? Dann müssen wir uns mal ein wenig umsehen. Nein. Kann man ja gerne mal durchgucken. Nein. So, da ist auch dann auch Fotos. Aha. Schön. Soll das San Francisco sein? Okay. We're going to San Francisco. Was? Vielleicht weißt du ihn selber. Im Spiel vielleicht. Was? Vollkommen nackig. Wer ist nackig? Ich nicht. Ich bin angezogen. Also. Come on. No need to go through all my stuff. Ja, ich will deine Sachen trotzdem durchsuchen. Guck mal, da ist eine Puppe drin. Jetzt hat sie wenigstens was gesagt. Oh. You have a lot of toys. Jetzt nicht mehr. Oh, guck mal. Eine Bürste. Erstmal die Haare bürsten. Die Schamhaare bürsten. Entschuldigung, was habe ich gesagt? Nein. Simon, get out of my room already. Pinkelt da immer einer? Hört sich zumindest danach an. Ja, ich würde gerne... Aha. Was ist das, ein Oberteil? Sieht aber merkwürdig aus. Knochenhart. Guck mal, ein Schnupper. Guck mal, ich hab... Hui! Schmeiß die Schlüpper durch den Club. Schmeiß die Schlüpper durch den Club. So. Okay, scheint aber nicht zu sein. Und die Information ist auf einem Scanship. Das kann natürlich auch sein. Da erstmal schauen jetzt hier. Schauen wir uns die Bilder mal an. Feuchter Schlüpper hier unten wäre ja nichts Außergewöhnliches, weil wir unter Wasser sind. Aber die Bilder hatte ich, glaube ich, schon komplett durchgeguckt. Ja, kann das sein? Kennen wir die Ortschaften denn irgendwo? Irgendwoher kennen wir die?
Sexy Schlüpper! Wir haben auch schon alles durchgeguckt, ne? Ja. Sonst würde sie ja sagen, oh, ein Gehirn. Sonst würde sie ja sagen, ja, hey, super, du hast es gefunden. Ne? Weil wir müssen ja irgendwo eine Info finden. Oder beziehungsweise irgendwo was finden. Erstmal das raus da. Wo wir... Was? Streetball? Hui! Schon wieder ein Ball. Ah, ja. Ich habe mal was sehen würde. So, was haben wir denn hier noch? Hier haben wir auch noch Schubladen. Hey, Post-its. Guck mal an. Did you know that the human body consists of up to 75 trillion individual cells? They typically don't stay with us till we die. Some live a few days, while others live a few years. We're not affected by their short lifespans, as they're replaced by new cells which help sustain our bodies. I don't think anyone would argue that we ever lose our persona due to this process. Yet we are clearly in a constant state of transformation. Then how do we remain the same? A continuous flow of thought and perception keeps an unbroken chain of continuity that we know as our self. Our conscious mind is not the pattern of our brain, but a continuous emergent entity based on that pattern. When Dr. Chun populates the Ark, she is capturing a moment of our existence and placing it inside the digital world. Soon you and your digital you will grow apart due to diverging experiences, but for a tiny window, you are the very same. With unbroken continuity, it will live on. A fulfilling life, no doubt, no less real than the one from which it was plucked. Now remember, you are not your body. You are the emergent entity. That entity just happens to occupy two places at once for a while. If you took away your body, you would simply be the only one you can be. The you inside the Ark. Let your body die. And continue on in the digital paradise among the stars. Gute Nacht, Zipfelchen. Schlaf gut. Schön, dass du da warst. Ja. Puh. Ja, willkommen zu Let's Play Live schon alle neuen Zuschauer. Jeden Freitag und Samstag 20 Uhr. So, den Stuhl, den schieben wir mal darüber. Und dann gucken wir mal hier rein, was in den Schubladen ist. Haben wir nämlich noch gar nicht geguckt. Diese Geräusche, ne, voll die Paras, ohne Spaß. Voll die... Da ist schon wieder die Bürste. Ist das ein Brillenetui? Ja. Flatsch, flatsch, flatsch. Nimm den Scheißstuhl!
Die Bilder hatten wir, glaube ich, auch schon einmal durch. Ne, genau, da war der Gisper auf dem Bild. Aber sie würde doch dann schon irgendwas sagen, wenn wir die Info... Oder wir hätten doch einen Hinweis bekommen, wenn wir die Info schon gefunden hätten, oder? Weil ich glaube nicht, dass das Spiel uns keine Info dann gibt. Da liegt noch ein Bild. Okay. Können wir das... Okay, der Spind geht nicht offen. Da ist schon wieder der Ball. Hier. So, die Bilder hatten wir, glaube ich, auch schon gesehen, ne? Oder? Okay, warum spiegelt denn das so? Ist ja krass. Hallo Welt! Hallo! Ist das vielleicht die Arche? Die Welt, wovon die mal reden? Das kann natürlich möglich sein, ne? Ja, das war's. Rein. Ja, ja. Stift kann da noch mit rein. So, müssen wir ein bisschen aufräumen hier in dem Zimmer. So, hier, komm. Der muss auch da rein. Ja. Das geht da auch irgendwie rein, das Ding. Ja. So. Verdammt, ey, ich glaub das nicht. Wo kriegen wir denn diese Scheißinformation her über diesen Code? Finde jemand, der den Sicherheitscode kennt. Und das mit der Karte da oben, das habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Jetzt wissen wir, wie es Flexi zu Hause macht. Ja, so mache ich es. Alles im Mülleimer. Fertig. Die Tür ging ja nicht offen, ne? Ne. Habe ich vielleicht hier was übersehen? Ist ja schon mal ein tolles Let's Play. Auf YouTube wahrscheinlich schon 100 Mal vorgespult. Aber hier im Stream ist es ja live. Live ist live. Ah, guck mal hier. Ach, das geht nicht. Schade. Erstmal weg. Alles, was ich nicht brauche, erstmal weg. Papierknuddel. Weg. 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 So, weg. Weg. Weg, habe ich gesagt. So, weg. Also, den da rein. Und dann, was stand da? Da stand Scan-Projektor-Archiv. Chip mit Scan-Daten einsetzen. Den hatten wir. Ist der Computer mit den Scanlogs. Damit geht nur Licht an. Ich bin echt aufgeschmissen, bin ich ganz ehrlich. Also, das war das Audio-Log.
In den Stuhl können wir uns nicht reinsetzen, ne, oder? Hallo? Robot Control Test Area. Keep this area clear at all times. Okay. So. Da sind auf jeden Fall zwei Leute, wenn ich das richtig sehe, auch nicht gestorben. Und mit Guy Conrad. Conrad Kai. Guy. Ich habe keinen blassen Schimmer, was wir tun sollen. Hast du beim Stuhl alle Daten runtergeladen? Ja, habe ich. Ich habe alle Daten runtergeladen, Netzwerkübertragung ausprobiert, es geht irgendwie nicht. Oder vielleicht muss ich alles löschen. Ich lösche hier einfach mal alles. Mal gucken, vielleicht bringt es das ja. So, Daten löschen. So, Berg. Ich weiß, wann ich das bringen soll, aber wir probieren es einfach mal. That's it. Wow, that was fun. That's a relief. Still figuring this out, so. This is freaky. So many lights. What do we do now? Paul and I are going to run tests for a week or so, and then we'll work out a roadmap to your recovery. Well, I feel excited. Can't wait to get back to the living. So, da bist du jetzt selber schuld. Iron Moon. Das gibt nämlich ein Timeout. Aber sowas will ich hier nicht sehen. Everything is legal. Vouched for by Dr. Peak and Professor Wei. Ah, that's great news. No big change in medication. You'll be taking an aspirin every morning, but that's about it. Paul worked out a diet with some variations you should try out. You can continue doing physical therapy. Also, there's some extra cardio training every other day. Okay, getting complicated. Don't worry, it's really not. We're gonna keep an eye on you every week. So we'll be able to adjust the plan if needed. The model was sound. It should have worked. It's not your fault, David. I really wish things had turned out differently. Yeah, me too. I was supposed to save you. Hey, you got my brain on file. Maybe you can put it to some use. Yeah, who knows? You'd be okay with that? Using it for my research? Sure. It's like a part of me lives on or something. Like a donated organ. You know what sucks about dying? What? The crash. Everything up till now. The brain damage. You guys, everything. It's made my life so much more real. I started thinking about all the things I was going to do. I'd never been more excited to be alive. All that hope. Wasted. Mhm. Wenn ja, die Fernbedienung geht zu einem Tor. Ja, ich komme da nicht weiter. Ich kriege ja mein Dings nicht. Ich habe das Video auch von dem Stuhl hier auch noch nicht gehabt. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich jetzt hier machen soll. Ist dir auch egal? Denn wir können an dieser Stelle einfach morgen weitermachen. Ja, es ist leider schon wieder soweit. Es tut mir leid, wir haben schon wieder vielleicht 12 Uhr. Und bevor ich jetzt hier noch länger rumsuche und es noch langweiliger wird, würde ich sagen, verschieben wir das auf morgen in der Let's Play Live Show. Sehen wir uns ja sowieso dann wieder. Denn morgen geht es hier wieder los um 20 Uhr. Noch einen schönen Abend. Also macht's gut. Ciao, ciao.